Jausen, heute gibt's wieder drei Hinweise, Tipps, Tricks, Denkanstöße zum Thema TikTok. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Im letzten Video zu TikTok habe ich ja schon mal erwähnt, dass es cool ist, wenn man auf Challenges aufspringt. Ja, weil die schon mal so eine gewisse Reichweite, Reach, Sichtbarkeit haben. Ein Punkt ist aber wichtig und den könntest du beachten. Wenn du bei einer Challenge mitmachst, da sehen ja sehr, sehr viele Videos sehr ähnlich aus, weil die Leute alle das Gleiche machen im Endeffekt. Aber es ist auffällig, dass sich manche ein bisschen besser durchsetzen und mehr Likes bekommen. Das sind oftmals Videos, die einfach ein überraschendes Ende haben. Wenn jemand das macht, was jeder andere macht, aber es passiert zum Schluss irgendwas Erstaunliches, Überraschendes. Also denk drüber nach, wenn du Challenges mitmachst, sei nicht so wie die anderen, sondern überleg dir so einen kleinen Twist zum Schluss, ein anderes Ende, einen anderen Engel oder verbinde vielleicht zwei Challenges miteinander, sodass du darum wieder ein bisschen auffällst. Wenn es dir total wichtig ist, möglichst viele Views zu machen, dann kannst du auch einen Trick anwenden. Deswegen wirst du auch kein TikTok-Star, aber denke trotzdem mal drüber nach. Bei TikTok ist es nämlich so, dass Videos in Endlosschleife laufen. Ja, also wenn jemand dein Video guckt und zum Beispiel nebenbei kommentiert und nicht auf Pause drückt, läuft das Video weiter. Mir ist mal aufgefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe so Spruchtafeln gepostet, da bewegt sich nicht viel. Es ist scheißegal, ob die 5 Sekunden oder 10 Sekunden lang ist. Und ich dachte mir am Anfang immer so, ich mache das Video 15 Sekunden lang, damit die Leute, während sie tippen, auch das ganze Video immer sehen. Ja, und das Video nicht aufhört. Dann ist mir aber aufgefallen, es läuft ja eh immer durch. Warum mache ich nicht einfach dieses Video möglichst kurz, sodass, wenn die Leute dann kommentieren, das Video in Endlosschleife halt 10, 12 Views generiert. Ich kann dir nicht sagen, ob es dann der Algorithmus sieht und sich denkt, boah geil, voll viele Views, ich zeige das besser an. Aber du kannst es auf jeden Fall mal im Hinterkopf haben, wenn du deine Views ein bisschen nach oben drücken willst, dann mach doch die Videos so kurz wie möglich, dass die in Endlosschleife weiterlaufen und jeder einzelne Nutzer vielleicht mehrere Impressionen oder Views auslöst. TikTok ist ja eine Plattform, wo sehr viel User-Generated Content passiert. Also du machst was, andere Leute machen auch was dazu. Und denk auch darüber nach, wenn du Inhalte veröffentlichst. Kannst du Inhalte veröffentlichen, wo zum Beispiel die Tonspur, deine Original-Tonspur, für andere Leute interessant ist und sie dazu Videos machen können? Es ist ja nicht so bei TikTok, dass du dir immer eine fremde Tonspur nehmen musst. Du kannst ja auch dein eigenes Video hochladen und wenn das eine eigene Tonspur hat, können die Leute diese Tonspur nutzen. Das siehst du vielleicht häufig bei so Comedy-Skits oder sowas, dass die Leute natürlich lustige Töne nehmen und dann selber was dazu drehen. Also überlege dir, kannst du nicht der lustige Ton sein, den die Personen nutzen, oder kannst du vielleicht noch mal ein bisschen anders denken und Material machen, wie zum Beispiel das eine Video von Julian Bam, das war duettfähig, dieses Video. Wenn du dich bei Instagram, bei TikTok nicht auskennst, weißt du vielleicht nicht, was ein Duett ist, aber Leute können auf dein Video, zu deinem Video ein Video machen. Dann ist es so Splitscreen. Du bist auf der einen Seite, dein altes Video und das, was die Leute machen, auf der anderen Seite. Und auch das kann man für sich nutzen und kann Videos machen. Wir blenden das einfach mal ein, was Julian Bam gemacht hat. Hier ist der Bobo-Bobo-Bote von der Post. Netter Versuch, aber wir sehen deinen Kopf. Hier ist der Pizza-Lieferant. Deine Pizza schmeckt nach Scheiße, also halt den Rand. Hier ist der kann eben Videos machen, auf die Menschen reagieren können. Und wenn sie darauf reagieren, das bei sich posten, andere Leute das sehen, bekommst du wieder ein bisschen mehr Reichweite, andere Leute sehen deinen Kanal, wenn es cool ist, was du machst, feiern dich, folgen dir vielleicht, machen selber Duette und so hast du die Möglichkeit, innerhalb von TikTok auch ein bisschen zu wachsen. Wenn du Fragen zum Thema TikTok hast, schreib mich einfach mal an bei Instagram, voll lustig, oder bei YouTube. Wenn du Fragen zu TikTok hast, schreib mir bei Instagram. Ja, aber so ist es, Realität, schreib mir bei Instagram, wenn ich dir da noch irgendwo helfen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, gibst du einen Daumen nach oben. Abonnierst den Kanal, weil wir machen zwei Videos die Woche, immer Mittwoch und Sonntag. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus. TikTok, tick, tick, tock, I said it, tick, tock, tick, the ticket to the tick, tick, tock, and you don't step. Okay, es reicht.